Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir sind heute natürlich wieder am Start mit Seven Wars Wild, Freunde. Wir hängen ein bisschen hinterher, aber wir werden heute wieder aufgeholt sein, dass wir auf dem aktuellen Stand sind. Wir haben ja heute uns auch schon die Behind-the-Scenes-Folge von Dave angesehen, die ich sehr, 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 sehr strong fand. Es war ultra interessant zu sehen, wie Nova wieder angekommen ist und auch wie das Team reagiert hat, als das allererste Mal wirklich jemand raus wollte, Code Yellow gedrückt hat. Schaut euch die Reaction gerne an, die ist schon online. Jetzt haben wir aber natürlich Folge 11 gebrochen. Ich bin sehr gespannt. 1 Stunde 20 Minuten geht die Folge. Ich freue mich drauf. Wir werden uns heute Abend bis Nacht hin, habt ihr auf jeden Fall auch die Reaction auf Folge 12. Und ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, es geht los, Freunde. Das Seven vs. Wild Hype, er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Ich bin sehr gespannt, weil jetzt gerade letzte Folge ist halt super viel passiert, logischerweise. Ich freue mich auf die neue Challenge mit der Axt, wer da irgendwie strugglen wird und allgemein bei den meisten treten jetzt wirklich irgendwie Probleme auf, mental, körperlich. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf, los geht's. Tag 5 sind wir einfach schon. 6.30 Uhr, Tag 5, Sascha. Was für eine legendäre Nacht, die ich nie wieder vergessen werde. Dass Sascha da noch schlafen konnte an seinem Spot und nicht umziehen musste, ne? Das hat mich gewundert. Ah ja, der Ballet, Freunde. Einfach mal fast die ganze Zeit über das Meer beobachtet. Immer wieder haben Wellen hier gegen die... Das war echt knapp, ne? Ja. Im Bett hier geprescht. Das muss so knapp gewesen sein bei ihm. Hier ist überall übergegangen, so richtig wumm. Boah. Ey, ich habe echt gedacht, jeden Moment muss ich meine Sachen packen und irgendwie darüber schwimmen. Boah. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie das Gefühl ist, wenn ihr da festsitzt auf diesem Shelter, überall zu. Es kommt immer näher, immer mehr und dann machst du mal, versuchst irgendwann mal die Augen zuzumachen. Und dann hörst du wieder wusch, puh, die Wellen peitsche ich wieder. Da hat man halt auch einfach Angst, dass man irgendwann halt weggespült wird, ne? Oder keine Ahnung, man kann da halt nicht ruhig schlafen, wie er schon meinte. Ja, ja. Naja. Ja, die Nacht war extrem lang, fast nichts geschlafen, echt scheiße. Safe, das glaube ich ihm. Dementsprechend K.O. bin ich jetzt, spüre ich halt. Keine Energie. Boah, ich werde mal irgendwie in den Tag starten, schön langsam in den Tag starten. Vielleicht mal irgendwann ins Süßwasser rein, solange es noch geht, solange das Meer nicht da ist. Einfach wegen dem Jucken. Poh. Das wäre echt das Schlimmste. Das sagen alle echt, ne? Das ist das, was bei der Behind-the-Scenes-Reihe von Dave, auch der Survival-Experte, gesagt hat. Die Viecher sind das Schlimmste. Wasser, Nahrung, Kälte, Schlaf. Ist auch alles kacke, aber das Schlimmste sind die Viecher. Und da dachte ich mir, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, aber es ist so. Wir sehen es gerade. Überall sind die Viecher. Also ich kann ja bei anderen auch so viele sehen. Krass. Und was gibt's natürlich heute wieder? Richtig, eine neue Challenge. Das muntert mich auf. Ganz ehrlich, es gibt irgendwie eine Aufgabe für den Tag. Auch wenn ich es vielleicht nicht schaffe, weil ich keine Energie habe oder so. Zumindest kann ich sie theoretisch durchgehen und einfach, ja, einfach jetzt mal lesen. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, Sascha wird eine coole Axt bauen. Ich glaube, so. Sascha kriegt eine gute Axt hin. Ich habe es im Gefühl Tag irgendwie. Nummer 5. Hätte das jemand geglaubt, dass ich... Und man muss ganz kurz dazu sagen, Sascha hat immer noch, ob das jetzt immer noch so smart ist oder nicht, aber er hat immer noch bis jetzt durchgehalten mit nur einem Gegenstand. Und das ist wirklich krass, weil er mit am wenigsten Erfahrung hat, survivalmäßig. Das ist krass. Tag Nummer 5 mit einem Gegenstand immer noch am Start bin. Ich nicht. Ja. Tag Nummer 5. Boah. Übermorgen ist Tag Nummer 7. Boah. Jawohl. Geil. Also jetzt kann immer viel passieren, dass ich nicht stolz auf meine Leistung bin, außer ich gehe drauf. Ja? Er kann so stolz aber sein, echt. Wenn ich da irgendwie heil rauskomme, bin ich mega, mega happy. Zu Recht, genauso wie Nova auch super stolz sein kann auf sich. Würde ich sagen, habe ich doch Österreich hier mal gut vertreten, oder? Also so gut ich kann. Ah. Naja, so. Welche Challenge haben die sich heute wieder überlegt? Jetzt passt's auf. Jetzt passt's auf. Wo ist Kodissa? Ihr habt keinen Plan. Was haben wir für Gerät? Hä? Hä? Ein Würfel? Okay. Ist ja nicht eine Matheaufgabe oder sowas. Dafür habe ich keine Leistung. Nee, keine Sorge. Da werden die auch weg. Gewalt.
Challenge Tag 5. Alea Jagda Est. Genau. Ja, den hatte ich auch mal. Die Würfel sind gefallen. Und den ich finde es immer noch lustig, dass wirklich jeder sich wahrscheinlich hingesetzt hat und jeder hat diesen Text komplett durchgelesen von der Challenge. Und von keinem wird es irgendwann reingeschnitten, weil wir einen Sprecher haben, der es vorliest. Nicht drin. Seht ihr, wie hart das Holz ist? Das würde ich ja nicht mal mit meiner Machete schaffen, da durchzukommen. Ich muss eine Säge bauen. Boah, wie mache ich das jetzt? So von dem Baum die Zacken nutzen und Frage ist, ob eine Säge erlaubt wäre, weil ja ein Hiebwerkzeug, glaube ich, gebaut werden soll, oder? Da stand, glaube ich, auch so ein Hiebwerkzeug. Den ganzen Tag einfach halbieren irgendwie. Oder eine Axt, aber was nehme ich? Ja, ein Glas. Jetzt wäre mal cool, wenn ich eine Kokosnuss, eine frische wenigstens, die es da gibt. Ah, erwischt. Haben jetzt einen langen Stecken hier geholt. Mal schauen, ob der reicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, gehen wir auf die Suche. Die war da hinten. Das wäre mega. Obwohl ich Kokosnüsse hasse und keine mehr sehen kann. Aber irgendwas soll ich doch essen. Schauen wir mal. Oh, verdammt. Ah, shit. Ich habe vergessen, wie hoch die wirklich ist. Das ist ja maximal hoch, wirklich. Die ist nicht zu erreichen. Nee. Was werfen? Den Stock. Probieren wir es. Krass, Sascha war, glaube ich, auch noch nie so weit im Dschungel drin, oder? Es ist voll interessant, mal so ein bisschen zu sehen, wie er auch reingeht in den Dschungel. Ja, das wird nichts. Das haben wir bei Knossi schon gesehen. Oh, hopp! Das wird nichts. Fast. Das ist super energieaufwendig und... Hopp! Boah! Boah! Lol! No shit! 2 Zentimeter daneben, jetzt klemmt es da oben. Lol. Na. Was? Krass. Jetzt mal zurück. Ich dachte gerade, was wird jetzt hier gezeigt, was so krass zensiert werden muss? Nimm einfach die hier mit. Aber es ist einfach ein Tropfen. Ah. Regenjacke. Ach man, ich freue mich so auf alles, was wir noch sehen, Mann. Ich sag's wie es ist, ich freue mich so einfach. Die letzten zwei, drei Folgen waren so geil. Langsam. Ah, ich muss das Loch noch größer machen. Aber jetzt einen Schluck. Ah, geil. Boah, dieser Regen die ganze Zeit schon wieder, man ne? Man sitzt zwar im Regen, alles juckt und sticht und Moskitos. Aber so eine Abwechslung ist schon wieder ein Traum. Die kleinen Dinge des das Lebens. Das glaube ich. Ey, die schätzt man da echt wert. So eine geile Kokosnuss einfach. Ich dachte gerade ganz kurz, oh, wir gehen zu Nova. Aber Nova ist ja gar nicht mehr da. Sabrina, wie geht's dir? Guten Morgen. Ein wunderschönen guten Morgen. Aber Sabrina macht einen guten Eindruck bis jetzt. Eine spannende Geschichte zu berichten. Oh, shit. Und zwar bin ich gestern ins Bett gegangen, war ja völlig entspannt, weil ich so dachte, ich habe ein sicheres Shelter, ich habe... Auch da kam das Wasser. ...essen, ich habe trinken. Konnte die ganze Nacht zwar trotzdem nicht schlafen, weil es trotzdem ultra unbequem war, aber das ist nicht so schlimm. In der Nacht kommt immer die Flut. Ich weiß gar nicht, um welche Uhrzeit. Und diesmal war die Flut so hart, ja, dass es mein komplettes Shelter auseinandergerissen hat. Kacke. Ja. Krass. Sieht jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus. Doch, man sieht schon. Es sah vorher richtig clean aus bei Sabrina. Aber hier drin... Es war super clean bei ihr alles. Die ganzen Stöcker... Ich weiß es noch. Digga, das erinnert mich so an das Shelter von Chris, Staffel 1, wo er auch irgendwann auf einem Holzstamm noch nur noch so lag irgendwie. Boah, shit. Das Bett ist völlig nach rechts. Ja. Es ist alles viel tiefer. Und halt in sich gekracht ein bisschen. Den hat's rausgerissen. Den hat's viel weiter nach links gerissen sozusagen. Mhm. Ja. Und da drin kann ich nicht mehr liegen, weil das jetzt viel zu tief ist. Und weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass mir dieser Stamm sonst... Dass der auf den Kopf
geballert. Auf den Kopf fällt. Der lag übrigens auch auf dem Bett, nur mal so. Da wäre ich auch raus. Das komplette Bett. Hat jetzt Löcher. Also da ist, ich weiß nicht, ob ihr seht, das ist ein komplettes Loch. Mhm. Das war so ein 360-Grad-Schwung einmal von Sabrina hier. Dann war es so, dass ich meine Sachen, also sowas wie Kamera-Equipment und so, die Challenges halt lagere ich immer da hinten, dort, und das Kamera-Equipment hier. Und die Wassermassen sind heute, warum auch immer, frag mich nicht wieso, man sieht es sogar noch, bis hier oben. Oh nein, ist was kaputt also gegangen? Bis zu dieser Muschel, also komplett hier lang, bis hier. Ist was kaputt gegangen? Ich glaube, man kann am Farbunterschied noch erkennen, was, ja, wo das Wasser hingekommen ist. Und ich habe dann nur irgendwann gemerkt, verdammt, mein Shelter ist im Arsch. Bin dann da hinten rausgekrabbelt, alles in der Nacht. Ich hatte auch keine Schuhe an, ne? Mit Socken irgendwie versucht, das Kamerazeug und den Packsack zu retten. Und? Und? Hab versucht, alles, was ich hier jetzt noch liegen lassen hatte, auch alles gesichert. Und hab dann, als das safe war, die halbe Nacht hier auf diesem Baumstumpf liegend verbracht. Oh nein. Boah, aber dafür hört sich Sabrina richtig frisch irgendwie an, ich weiß nicht. Was eine krasse Nacht. Ja. Also da war ich dann nervlich schon mal kurz am Ende. Ja, verständlich. Aber das war's ja nicht. Das war ja gar nicht das Problem, warum ich gerade nervlich wirklich am Ende war. Ich wollte euch das jetzt gleich alles erzählen. Bin deswegen extra früh aufgestanden, weil ich gesehen habe, dass da eine riesen fette dunkle Wolke kam, die mittlerweile jetzt... Ich sag, es ist echt was kaputt gegangen von ihrem Kamera-Equipment oder von den Challenges. Irgendwas Wichtiges ist kaputt gegangen, sag ich. Hier ist Polen war sie noch da hinten. Aber ich rechne halt jeden Moment mit fettem Gewitter und bin dann ja nicht geschützt, weil ich in dem Shelter ja nicht richtig liegen kann oder sein kann. Wollte extra früh aufstehen, wollte euch das kurz erzählen, wollte dann mein Shelter wieder richtig machen. Hab also die Speicherkarten gewechselt. Und da hat sie gemerkt, dass eine Kamera kaputt ist, glaube ich. Und die eine Speicherkarte ist mir beim Rausmachen so rausgeflippt. So flipp. Und ist dann irgendwo, ich hab's nur irgendwann so kurz klacken gehört. Oh nein. Gehört. Irgendwo. Oh nein. Oh mein Gott, nein. Diese Steine. Und dann dachte ich so, das kann nicht wahr sein. Ja. Ja. Hä, aber es fehlen ja für uns keine Aufnahmen von Sabrina eigentlich. Es sei denn, sie hat heute Nacht ganz viel gefilmt. Oder es war halt noch eine Leere, weil wir haben jetzt ja keine Lücken gehabt bei ihr. Dann habe ich sie gesucht, habe sie nicht gefunden, weil es war halt auch noch so halb düster, also es war halt noch Dämmerung. Fuck. Meine Stirnlampe hat halt auch nichts gebracht. Meine kompletten Hände sind mittlerweile zerstochen, weil ich dann natürlich irgendwie mich gar nicht mehr darauf konzentriert habe, sondern nur noch am Suchen war. Fuck. Ja. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann jetzt, glaube ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde diese doofe Speicherkarte gesucht. Hab gedacht, es fängt jeden Moment an zu gewittern. Ich habe halt auch gedacht, wenn es jetzt gleich gewittert, wird die Speicherkarte erst recht weggeschwemmt. Mhm. Deswegen musste ich sie halt unbedingt finden. Und ich dachte halt so, ich finde sie nicht. Pack, pack. Aber? Entschuldigung. Ende der Geschichte ist? Ja. Happy End, ich habe sie gefunden. Oh. Ich habe sie tatsächlich gefunden nach einer halben Stunde Suchen. Ich habe jeden Stein. Nein, also wirklich da eine Speicherkarte zu finden, Props des Todes. Ey, ganz ehrlich, krass. Gedreht. Krass. Ja. Was ein Morgen bei Sabrina einfach. Das heißt,
Ich kann jetzt wieder anfangen, meinen Plan zu verfolgen. Und das ist mein Shelter. Was für Musik hören wir hier gerade? Was ist los? Damit, falls es bald regnet, ich ein sicheres Shelter habe. Boah, das was Ding ein ist, Morgen bei Sabrina. Was ich jetzt halt überlege ist, macht es halt Sinn, wenn die Flut so stark war. Die war gestern tagsüber auch schon stärker als sonst, aber nicht ganz so stark. Macht es Sinn, das Shelter an dieser Stelle nein. zu belassen? Nein, ich sag nein. Ich sag, alle müssen umziehen, alle müssen umziehen. Macht es Sinn, das Shelter dann eher hier oben aufzubauen? 100%. Das nächste Problem ist aber, das liegt ja da auf diesem fetten Baumstumpf. Und den kriege ich ja jetzt nicht einfach mal mir nichts, dir nichts rübergetragen. Warum haben wir so spannende Musik? Was ist denn hier los gerade? Wenn das heute Nacht wieder so stark ist, dann ist mein Shelter wieder im Arsch. Ja, die Leute müssen umziehen. Keine Wahl, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Also ich muss jetzt kurz in mich gehen, überlegen, was ich mache. Mhm. Und dann einfach hoffen, dass kein Gewitter kommt. Und dass das nur falscher Alarm ist. Ich sag, es wird nochmal krass regnen. Man hat es ja eben bei Sascha ich schon gesehen. Ich auch donnern. Bei Sascha hat es schon genieselt. Okay, Sabrina zieht um. Das ist halt ein Kraftakt des Todes jetzt, ne? Das ist wirklich ein Kraftakt des Todes. Das ist schon hart. Ja. Oder nee, sie baut das Shelter. Sie baut ihr Shelter da neu. Okay. Sie ist nicht umgezogen. Also ich habe das jetzt mal angetestet. Ich habe das jetzt versucht, mal so ein bisschen anzuheben. Keine Chance, kein ne? Stück, also ich kriege das kein Stück bewegt. So, dass es halt noch heile bleibt. Und das wäre jetzt das Schlimmste, wenn es einmal komplett kaputt geht. Ich habe jetzt... Verstärkt. Die vier Stränge komplett mit Steinen zugebaut. In der Hoffnung, dass es irgendwie hält. Vielleicht mache ich später noch mehr da dran. Aber ich merke jetzt halt schon wieder, dass mich das ultra viel Energie gekostet hat. Also ich bin jetzt schon wieder fix und alle, weil das Wetter auch so schwül ist. Dadurch, dass halt wahrscheinlich ein Gewitter auch heranzieht. Ich werde jetzt den ganzen Bums wieder einräumen. Vernünftig. Ja, in der Hoffnung. Also logische Sache ist eigentlich, sie muss umziehen. Because of the flood. Aber natürlich kann man das jetzt hier von zu Hause aus so einfach sagen. Es ist halt sowas von kraftaufwendig, wie sie schon meinte. Deswegen, ich kann es ihr nicht verübeln, dass sie jetzt da bleibt. Ich hoffe nur, dass es hält und dass die Flut nicht so weit kommt. Dass die Flut, naja, wahrscheinlich nicht mehr so doll sein wird, das kann ich mir wohl sparen. Also wenn mein Shelter im Arsch ist, dann kann ich nach Hause gehen. Ja. Ja, okay. Gerade Sabrina ist sehr auf dieses Shelter da angewiesen. Sie hat auch ein gutes Shelter, es sieht richtig gut aus so, ne? Es ist gemütlich, hat ihr immer viel Kraft gegeben irgendwie auch, deswegen fühle ich das. Joris. Das Wasser stand bis hier oben. Das heißt, mein Shelter wäre sowieso komplett weg gewesen. Hier unten wurde komplett alles unterspült. Die Wellen gingen bis dorthin, dank diesem Holz, nicht bis zu meinem Shelter. Das Holz hat es dort selbst hingerollt. Hab nicht ich gemacht, das hätte ich körperlich nicht geschafft. Die Wellen sind der ganze neue Müll auch hier, in diesen ne? Kanal rein und dort hinten stand alles voller Wasser. Das war ein einziger Wasserkanal. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen, ne? Das kann man sich fast gar nicht vorstellen, finde ich. Krass. Es war wirklich schrecklich, weil es dazu noch leicht geregnet hatte und ich musste unbedingt mein Shelter fertig umziehen. Es gab beim Shelterbau unendlich viele Komplikationen und ich musste neu machen und dies und das und jenes. Irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr körperlich, habe dann aufgehört und so sieht es jetzt aus. Wir haben hier ein Schrägdach, hier kommt noch Palmwedelzeug hin und sonst das gleiche Setup wie vorher mit 3 Y-Pfeilern insgesamt. Das Ganze hält, wie man hier sieht, relativ solide. Jetzt nicht perfekt, aber gut. Das war's von mir. Ich glaube, mehr kann ich euch nicht erzählen. Es war gestern wirklich, wirklich schlimm. Also so hoch waren die Wellen noch nie. Krass. Es war dann auch der volle Mond. Man hat das in den Videos gesehen. Mhm. Es juckt überall, ne? Also wirklich
diese Fliegen, die sind so klein, dass man sie noch nicht mehr auf der Kamera sehen kann, aber es sind so viele. Man hört auch, Joris geht's nicht mehr so gut, ne? Okay. Der ist sehr, wirkt sehr träge. Alright, öffnen wir doch mal die Tageschallenge, damit ich weiß, was mich heute erwartet. Ein Holzblock. Ich hoffe, das hat nichts mit Feuer zu tun. Bitte. Ach, Joris. Oh, nee, es hat nichts mit Feuer zu tun. Keine Sorge. Ach, Mann, ey. Kein Feuer. Keine Sorge, ey. Präzise Gewalt. Du bist safe. Alea Iacta ist. Die Würfe sind gefallen. Ja, ist möglich. Ist zumindest kein Feuer machen. Schwierig. Aus mindestens zwei verschiedenen Materialien. Ich glaube, ich nehme einfach einen dicken Stein. Ja. Wickel Seil drumrum. Mache eine Kokosnusshälfte drauf als Handschoner. Und dann haue ich das Ding um. Smart, okay, ja. Smart. Ich versuche schon den ganzen Tag ein Feuer anzumachen. Beziehungsweise nicht den ganzen Tag, sondern schon seit 5 Tagen. 2 Stunden. Nee, seit 5 Tagen. Seit Joris, wir müssen ehrlich sein. Du versuchst seit 5 Tagen Feuer anzumachen. Es sind 5 Tage. 5 Tage sind vergangen. Aber dieser Zunder ist, glaube ich, der, den Knoss ja auch benutzt hat. Ich bin ehrlich. Jetzt wird's was. Teig 1 klappt es ja eigentlich nicht. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal. Dieser Zunder liegt seit gestern im Trockenen und war auch jetzt ewig lang in der Sonne gestanden, also Joris, seit Ende des Regens besser gesagt. Jetzt. Es ist jetzt komplett trocken und hier einigermaßen windstill. Weiß mach nicht, einfach weiter, Gutes einfach reinballern. Bam, 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 rein, 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 rein. Ja, immer weiter, immer weiter. Das raucht zwar, aber es ist sofort aufgehört. Ja! Jetzt hat's gebrannt, aber nur für eine Millisekunde. Also ich check's nicht. Ich weiß nicht. Ich würde bam, 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 reinballern, ballern, 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 die ganze Zeit weitermachen. Und hört sofort wieder auf. Ich versteh's nicht, wirklich nicht. Ich versteh's auch nicht, Joris. Einfach weitermachen. Und genau das ist es, was mich so beschäftigt die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, warum es nicht klappt. Also vielleicht bin ich jetzt, ich bin ja natürlich auch kein Survival-Experte. Aber wir haben es ja auch bei Knossi gesehen. Knossi hat wirklich eine halbe Minute lang reingeballert und dann ging es bei ihm halt auch. Wenn es eine Aufgabe kommen sollte, von wegen, ja, machen Feuer hier und damit. Ich lasse es einfach sein, da könnt ihr euch drauf verlassen. Also. Ich bin echt überfragt, ich weiß nicht, woran es liegt. Es glimmt zwar, aber das Feuer geht einfach nicht an. Und das ist schade. Otto! Otto, the machine, bro. Ich freu mich. Okay, wir werden gleich erfahren, was es damit aussieht. Otto sieht immer irgendwie aus, als ob er so einfach 12 Stunden geschlafen hat und deswegen noch ein bisschen zu müde ist im Gesicht. Er sieht aber immer irgendwie erholt aus, in a way. Ich weiß nicht, was es bei ihm ist. Präzise Gewalt. Naja gut, das ist was für mich. Mhm. Ich dachte, wir sollten irgendwie was Cooles drauf schnitzen oder so. Mit einer selbstgebauten Hiebwaffe diesen Würfel in möglichst 2 große Hälften spalten. Wir basteln uns was, hämmern einmal in der Mitte drauf rum und gucken, wie das Ding aufeinander platzt. Otto hat richtig Bock. Wenn ich das jetzt so sehe, würde ich versuchen, so zu treffen. So sandwich-mäßig. So probieren, aber dann spaltet das Ding irgendwie schräg auf. So, okay, baue ein Werkzeug aus 2 Materialien. Das kann ja fast nur sein, wenn es eine Axt werden soll, ein Stein, weil ich muss das Holz durchbekommen. Oder Stahl haben wir hier irgendwo. Also ich wollte sagen, Stahl wird schwierig, glaube ich, zu organisieren Stein. Jetzt. Stein. Aufgespaltener Stein. Was ist, wenn ich diesen Würfel bis heute Abend, oder bis zu Ende der Challenge, in Wasser einlege? Weil ich habe Angst, dass er sonst beim Aufsetzen einfach spaltet in mehrere Teile. Und kriege ich nicht durch Feuchtigkeit das einfach hin, dass er eher wie so ein, nicht wie so ein Schwamm aufgeht, so leicht zieht er nicht die Feuchtigkeit, aber das ist mit... Das dann ich weiß nicht. Ey, wenn Fritz das wieder sieht, dann wird er wieder sagen, dass es ein Regelbruch ist. Ich sag's dieses. Das ist doch gegen die Regeln. Aber krass, er legt ihn echt ein. So, ich hab's nur nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen, nicht so wie Sascha seine Gegenstände. Die sind ja gone so, einfach. Materialien schon. Für die Klinge. Check. Ich glaube, ich fange erstmal an und schaue nach denen. So, das. Wenigstens Chance. Otto hat einfach halben Flohmarkt aufgebaut hier ganz kurz. Halbe Flohmarkt einfach, ganz ehrlich. Eingerechnet. Dem am meisten. Die
Die Frage ist aber, wie das festgemacht wird. Boah, krass, wie das, was das so geholt hat einfach. Ich glaube, dem Stein gebe ich auch nochmal eine Chance. Otto sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Typ in so einem Videospiel, der dir sowas verkaufen will, wisst ihr? Dem weniger. Wie so ein Schmieder. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So, wir sind übrig geblieben bei, oder sind bei diesen vier verschiedenen Werkstoffen. Die probiere ich jetzt mal verschieden scharf zu bekommen. Stein an Stein scharf zu machen, gucken, wie ich Metall hier scharf bekomme. Check und ob hier noch was geht. Krass, also Otto, bei Otto sieht das jetzt schon sehr professionell aus, finde ich. Dem rechne ich gute Chancen aus. Die Klinge ist soweit fertig, ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Oh ja, doch. Aber sie ist schon... Oh, das ist satisfying. Oh, das ist satisfying. Oh, ich hätte gerne noch mehr von dem Schnitzen gesehen da gerade. Digga, der Mann hat sich einfach eine Axt gebaut gerade ganz kurz. Das sieht doch aus wie ein Schlagwerkzeug. Auf spontan kurz eine Axt gebaut. Ich bin's Otto. Krass. So. Das könnte schon fast hinhauen. Krass. Also die Axt von Otto sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Tack, tack, tack. Bam, bam, bam. Ja. Aus zwei Materialien oder aus mindestens zwei? Bei meinem Plan ist mindestens zwei, glaube ich. Mir so einen Bambus zu nehmen oder einen dünnen Bambus, den durchzustecken, vorne ein Loch reinzustecken, mit Schnur zu umwickeln, vorne und hinten, dass das hebt und dann leicht zu klöppeln. Jetzt muss ich nochmal die Anleitung lesen. Aber jetzt erstmal Frühstück. Aber es hört sich nicht schlecht an. Ich will euch mal eins sagen, was ich hier permanent habe, was mir jetzt aufgefallen ist auch wieder. Ich sag zu euch im letzten Ding, im letzten Video, ich gehe jetzt frühstücken. Lauf dann nach oben, stehe oben im Lager, weiß nicht mehr, was ich wollte. Mhm. Lauf dann nach unten, das ist viel, weil mir oben eine Idee gekommen ist, was ich unten mache. Und frag mich unten, warum ich nicht in der Hängematte liege. Krass. Ja, ja, die Gehirnaktivität lässt ein bisschen nach. Das ist echt, ey, auch schönes Bild fürs Thumbnail vielleicht von Knossi an dieser Stelle. Aber ja, man wird tüdelig einfach. Man wird ein bisschen tüdelig. Ich vergesse, ich laufe 10 Meter und vergesse, was ich wollte. Ja. Das ist krass. Das hatte ich noch nie. Sowas hatte ich noch nie. Fast erschlagen worden. Den Stock, mit dem ich gestern die Kokosnüsse, den habe ich am Boden stecken lassen. Der kam knapp an mir vorbei gesegelt jetzt runter. Das ist so gefährlich teilweise, ne? Es kann so schnell vorbei sein. Während ich hier eine Kokosnuss bearbeite. Ganz ehrlich, es kann so schnell vorbei sein. Anbieten zu können. Boah. Alter Vater. Kurz Schock des Lebens bekommen wahrscheinlich. Ist euch so aufgefallen, dass dieser Stock da oben noch ist? Sascha hat sein Auge drin stecken lassen. Das kann schief gehen. Wenn dich so ein Zacken erwischt da vorne. Oh, ja, das war's. Das war's. Oh, fuck. Dann wie letzte Staffel. Ja. Niklas, oder wie hieß er? Niklas, ja. Ich will euch zeigen. Ich will es euch einfach zeigen. Ich weiß, langweilig. Egal. Schau mal. Knossi ist so süß, Junge. Man sieht, er ist so stolz auf jeden Mini-Erfolg und ich gönn's ihm vom Herzen. Ja, ich mache irgendwann Kokosnuss. Ach, Mann. Laden auf. Ich bin doch so stolz. Vorbereitet, brauchst du nur noch anstechen. So könntest du kaufen bei mir. Weiß den Preis noch nicht, aber... Ich würde 20 Euro ausgeben. Schön sauber. Jetzt bar auf die Hand, oder? Dafür. So, was musst du zu Hause noch machen? Eigentlich nichts mehr. Du kannst direkt anschlagen. Und dann bist du... Ja. Kannst du direkt trinken. Wie krass ist es? Wie gut bin ich geworden? Richtig gut, muss man echt sagen. Ach man, das freut mich so für ihn. Ich bin so gut da drin geworden. Das nimmt mir keiner mehr. Ist auch eine Erfahrung fürs Leben. Einfach Kokosnüsse jetzt so öffnen zu können. Ich danke dir, Insel. Für dieses Mal. Es ist meine vierte Kokosnuss in 5 Tagen. Ich danke dir wirklich von Herzen. Man wird richtig dankbar auch, glaube ich, echt. Man wird richtig dankbar.
weil sonst hätte ich gar keine Power. Überhaupt nicht. Ich liebe das. It's time for the coconut shock! Er kennt auch keinen Halt, ne? Er geht da mit, mit dem ganzen Gesicht rein immer. Ihr wollt sicher. Ich denke das immer. Geilen Content haben. Mehr kann ich nicht. Also, das ist hier nicht mein Fachgebiet. Ich kann einfach nur mich selbst dokumentieren. So wie ich das jetzt mache. Alle, die gedacht haben, mit Knossi kommt das Dschungelcamp zu Seven in the Wilds. Ihr merkt ja selbst, dass ihr euch getäuscht habt. Oder auch mit Nova. Garantiert nicht. Da hinten fliegen Vögel übers Meer. Das heißt, da hinten wird auch irgendein Hai am Jagen sein oder vielleicht wieder ein Wal. Ich finde es immer noch krass, dass Knossi am meisten Angst hat, dass es nicht unterhaltsam genug ist, obwohl wir uns alle, glaube ich, einig sind, dass Knossi mit der unterhaltsamste ist in dieser Staffel. Und die Vögel schnappen, das ist doch immer so. Die Blutreste, ne? Dieses Meer hier. Oh. Oh nein, was haben wir denn hier jetzt? Warum? Was ist denn jetzt los? Och nein! Och nein! Hä? War die Kokosnuss nicht gut von Knossi? War das keine gute Kokosnuss? Oh nein! Och, nicht bei Knossi ist... Oh nein! Es tut mir so leid. Er sieht doch aber noch gut aus. Oh fuck! Fuck! Okay, wir gehen rein. Ich werd's gucken. Ist eine Gewalt. Oh. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh, oh. Die Kokosnuss. Oh, shit. Die war nicht gut. Die war nicht gut. Ist total was. Oh, die vergammelt gewesen. Vergammelt! Ich muss jetzt auch. Es regnet auch noch. Ich glaube, die ist total vergammelt innen. Wow, Kacke. Oh Mann. Cool. Schnell hoch! Boah, oh Mann, es tut mir so leid für Knossi. Oh, es tut mir so leid. Och Mann, jetzt fängt es an zu regnen bei ihm. Oh mein Gott, ey. Ich habe den größten Respekt vor diesem Mann, dass er sich dabei filmt. Es geht ihm so dreckig. Ich habe Gänsehaut, echt, muss ich sagen. Und er filmt sich dabei noch. Mein Stein. Ach Mann. Ich hab mir doch gedacht, das stimmt was nicht. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir so leid für Knossi. Naja, das ist der einzige Nachteil daran, wie er sie aufmacht. Und dass er halt direkt wirklich 3 Liter davon getrunken hat. Oh, es tut mir leid. Kacke. Oh, das kann ihn jetzt rauskicken, ne? Es kann ihn rauskicken jetzt. Er hat schon so wenig Flüssigkeit, so wenig Nährstoffe und die werden jetzt noch rausgespült. Magen könnte verdorben sein. Oh, nicht gut. So, schnell die Kleider. Och, Mann, es tut mir so leid. Der Stein für die Challenge. Ach, Mann. Alles, ich hab Hacke. Jetzt gebrochen. Ja, Knossi hat gebrochen. Knossi hat gebrochen. Jetzt ergibt der Folgentitel auch Sinn. Ganz wichtig. Ach, Knossi, Mann, es tut mir so leid für ihn, Mann. Krass. Alles weg. Ach, Mann. Ja, Stimmung jetzt natürlich ganz unten. So ist mein Leben hier. Boah.
Diesmal sieht das Ding lange aus. Ein richtiger Tropenring. Kacke. Boah, das hat mich recht, echt rausgekickt. Ich hätte nicht gedacht, dass Knossi so das erwischt auf einmal. Irgendwie, ich habe keinen anderen besseren Platz, aber hier geht irgendwie. Irgendwie geht's. Ich stehe immer einfach so da und warte die 2-3 Stunden. Hm. Was soll ich tun, ne? Wenig bewegen heißt wenig nass werden. Hier machst du was mit, das glaubt dir doch kein Schwein. Aber das nicht, er ist immer noch am Lächeln. Und das ist das, wofür ich ihn so respekte. Er ist immer noch da am Lächeln gerade. Ausgestrahlt werden. Das ist krass, finde ich. Das wird dir keine Sau glauben, wie ich hier haus. Willenskraft. Ja, egal. Willenskraft. Egal wie schlimm es kommt, Willenskraft. Die Aufnahme. Diese Aufnahme. Und dann denke ich auch. Meinst du, die würden überhaupt noch an uns denken? Angenommen, ich sende jetzt Code Red. Glaubst du, da kommt ein Helikopter? Schon? Ich sende jeden Tag Code Green. Zweimal am Tag. Es kommt aber nichts zurück, gut, ne? Mir geht's gut. Ja. Haben noch nie eine Antwort. Ich wollte gerade sagen, ist so ein bisschen wie bei Lost. Ein bisschen wie bei Lost mit diesen Zahlen eintippen. Ich fühle das so ein bisschen, diesen Punkt von Knossi. Mit dem Gerät hier. Ich könnte auch Code Yellow senden. Code Yellow heißt, holt mich ab. Kein Notfall, aber holt mich ab. Das erste Mal, dass Knossi dran denkt, ne? So ein bisschen. Oder drüber nachdenkt zumindest. Machen wir natürlich nicht. Besser ist es. Kommt nicht in Frage. Gut. Krass. Ich habe Angst, dass ich mich erkälte. Hier ist kalt. Ich sag's euch, es ist kalt. Nee, hör mir auf, Junge. Der Mann übergibt sich gerade, weil er eine verrottete Kokosnuss gegessen hat, steht im strömenden Regen, alles ist nass und sagt, ja, ich habe Angst, dass ich mich erkälte vielleicht. Und die anderen, weißt du, hacken sich da irgendwie halben Finger ab oder haben keine Ahnung, müssen Medikit öffnen und drehen durch und Knossi sagt, ja, ich habe Angst, dass ich mich erkälte. Was soll ich sagen? Also, es ist Schnupfen ein bisschen schlimm. Ach, Mann. Ich stand hier am Baum, hab mich darüber aufgeregt. Das ging mir gerade in den Kopf. Ach, Knossi. Diese ganzen Fritz Meinekes, die meinen, Biwaksack. Mann, du hast keine Ahnung von den Tropen, ehrlich. Wahrscheinlich baust du irgendwo auf der Insel jetzt gerade wie ein Irrer, aber du hast keinen Plan. Wirklich, du machst auf Plan, aber du hast keinen. Das werde ich dir auch nochmal ins Gesicht sagen, ja, wenn wir uns sehen. Es ist einfach. Biwaksack, das haben wir als Scherzartikel reingeschrieben. Du bist einfach planlos. Es ist arschkalt. Nachts. Es war die Nacht arschkalt. Es ist jetzt so eine gute arschkalt. Folge, Junge. Wir möchten gern Survivor. Die Lexikas. Dieser Hate gegen Fritz. Ich lieb's gerade. Mit dem Löffel gefressen haben anscheinend. Ja. Ihr habt keine Ahnung. Ehrlich. Oh. Ahnung haben die. Unsere Mütter. Was unsere Mütter sagen. Und unsere Mütter würden immer sagen, na klar, nimmst das mit. Ja. Besser zu warm als zu kalt. Ja, hat er recht. Die ganzen Fritz Meinekes, ehrlich. Ich mach das aus. Oh, gehen wir direkt auch zu Fritz, schön. Das war richtig schöner Content von Knossi. Wirklich. Was? So ein schöner Content. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist ein Holzwürfel. So ein guter Content gewesen gerade. Ich schätze mal Buche müsste das sein. Bro, sorry, keine Ahnung. Also hartes Holz. Okay. Was haben sich da denn einfallen lassen? Challenge Tag 5, präzise Gewalt. Okay, ist eine geile Aufgabe. Aufgabe finde ich auch cool. Krass. Ich werde mir mal Gedanken machen, nachher vielleicht ein bisschen rumspazieren und gucken, was ich so finde. Bei Fritz sieht es wirklich ein bisschen nach Urlaub aus, ne? Ein bisschen Urlaub, ein bisschen Campen. Boah, noch habe ich keinen Plan, sage ich euch ganz ehrlich. Ich sag mal so, eine Hiebwaffe, das heißt zum Beispiel eine Axt, du kannst auch was anderes nehmen. Aber wenn du Holz spalten willst, ja, was macht halt sonst Sinn? Du könntest auch einen vielleicht eher einen Stab nehmen, einen Holzstab mit unten einer Steinklinge dran und dann von oben so reindrücken. Ja, ich glaube aber nicht, dass du die Kraft haben wirst. Das ist fucking Buche. Ja, Axt ergibt schon am meisten Sinn. Weil die halt so fein angeschliffen ist.
Also ich predikte, gut, kommt drauf an, wie viele Leute noch drin sind, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass alle Leute noch drin sein sollten, glaube ich, dass es echt einige Leute gibt, die es gar nicht schaffen, den Würfel zu spalten. Mit einem Keil wäre auch einfach, aber mit einer Hiebwaffe aus zwei Materialien. Mindestens zwei, soweit ich weiß. Ich habe eine ganz dumme Idee. Keine Ahnung, ob die funktioniert. Man könnte einen Stein nehmen, aber ich finde ja hier keine spitzen Steine. Und an den Stein einfach ein Stück Schnur drumherum binden. Dann hast du eine Waffe aus zwei Materialien und dann wirfst du diesen Stein einfach da drauf. Das ist halt nicht präzise, aber zumindest passiert irgendwas. Also das weiß ich nicht. Das ist halt wirklich null präzise eigentlich, ne? Eventuell. Ich glaube aber fast, dass der trotzdem nicht spaltet. Boah, hardcore, hardcore, hardcore. Ich denk mal drüber nach. Ich habe noch keinen Lösungsansatz tatsächlich. Weil das Erste, was man sich suchen müsste, wäre... Ein spitzer Stein. Art Klinge. Ja. Eine V-förmige Klinge. Und dann guckt man, dass man das irgendwie womit verbindet. Wenigstens auf die Quelle aus dem Fels ist Verlass. Das ist wirklich okay, wenn die weg wäre. Dann wäre ich richtig im Struggle. Das ist so gut, dass er das hat. Ganz ehrlich. Oh, mein Magen krampft, scheiße. Ich sag, wie es ist. Wasser auch die ersten. Am besten keine Kokosnuss essen. Kam beim letzten Mal, beim letzten Kandidaten gerade nicht so gut an. Tage vertragen. Scheiße. Ich merk richtig, wie es meinem Magen nicht gut geht. Fuck. Oh nee. Also mein Plan stand jetzt. Nicht, dass es Fritz auch hört. Boah, ich glaube, es geht wieder los. Vorne oder hinten? Oh, es brennt. Vorne oder hinten? Oder im Bauch nur? Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh shit, was ist denn los mit dem Mägen hier, diese Folge? Nee, schön. Klasse. Oh Mann, Alter, was ist das für eine Hölle hier? Das ist echt anders, als jeder sich das vorgestellt hat. Ganz, ganz, ganz viel krasser, als jeder dachte. Ich habe mir natürlich die Hände gewaschen, nicht, dass er denkt, ich lasse es fast... Du hast dir also die Hände gewaschen, Fritz. Sagen wir keinem. Ich sehe meine Trinkflaschen einfach so an. Ja, dann gehen wir mal am Sagen wir keinem, Fritz. Rüber, hat ne? keiner gesehen. Hast dir die Hände gewaschen, ist kein Problem. Ist. In meinen Shelter, der auch nicht komplett dicht ist. Oh mein Gott, ey. Und damit wäre dann wieder alles nass. Also... Ich frage mich echt, ob ich der Einzige bin, der dauerhaft diese Probleme hat. Nee, alle sind nass. Alle sind 24/7 nass. Oder ob sich andere Leute einfach an Tag 1 einen geilen Shelter aufgebaut haben und sobald nee. Es regnet, setzen sie sich drunter. Nicht nee. Einmal ins Wasser, kommt sonst was. Jeden also, Tag durchtränkt. Höchstens Otto. Otto ist, würde ich sagen, am trockensten unterwegs. Otto ist am trockensten unterwegs, würde ich sagen. Das ist mich. Und vielleicht noch Joris und Sascha hat's bis jetzt auch, sind halt auch nass geworden auf jeden Fall, aber haben auch noch ein bisschen mehr Zuflucht vielleicht. Ja, ich hätte meine Regenjacke mitnehmen sollen. Hab ich vergessen. Weil ich nur schnell rübergehen wollte, auffüllen. Oh, die Poperze brennt, ich sag's euch. Das ist nicht gut, Mann. Regen ist gerade mein geringstes Problem. Also wirklich, der Magen ist heute Problem. Meinen Magen in den Griff kriegen. Psst. Kacke. Vor allem, wenn der Magen Krämpfe schon hatte. Auf jeden Fall sieht das Wasser jetzt wieder deutlich klarer aus als die letzten Tage. Das gefällt mir schon mal. Boah, die Mucke gerade ist geil. Ja, es ist doch schön, Mensch. Mit der es Mucke, das kommt sehr geil gerade. Vor ein paar Tagen schon mal da hinten noch nackig. Guck mal, jetzt sieht Fritz aus wie so ein, keine Ahnung, so ein Tropen, so ein bisschen Robert Mark Lehmann-Vibe, so Tropenfotograf, Journalist, der bis ans Ende geht für die Titelstory. Wir haben uns über den ersten richtigen Tropenregen gefreut. Ein, zwei Tage später habe ich ganz andere Probleme. Ah ja, so ist Leben.
Zweite Staffel einfach Hardcore Edition. Real Talk. Real Talk. Bei mir gibt's nur Light zu sehen. Light und Shelterbau. Es tut mir leid. Ja, aber bei Fritz gibt's auf jeden Fall die interessantesten Bauten. Die interessantesten handwerklichen Bauten zu sehen, würde ich auf jeden Fall sagen. Also in krass. So Momenten wie gerade. Geile Aufnahme, aber geile Aufnahme. Wenn's vorbei ist. Ja, aber sehr geile Aufnahmen gerade, finde ich. Super coole Aufnahmen von Fritz hier. Der Mann trieft ja wirklich. Als ob er schwimmen war. So. Das ist schon heavy. Das ist schon heavy. Was sagt mein Dach? Oh, es geht eigentlich. Guckt's mal euch an. Oh, es geht also echt klar, sogar. In der Mitte regnet es halt durch und tropft. Aber es geht echt sogar. Aber an den Seiten halt nicht, ne? Ich hätte es auch schlimmer vorgestellt. Kann man aushalten darunter, I guess. Junge, Junge, Junge. Ein richtiger, schöner Tropenregen. Bin gespannt, wie lang's anhält. Okay, wir gehen das nicht das erste Mal. Bei wem waren wir noch nicht? Wir waren bei jedem schon jetzt. Stimmt, wir waren bei jedem schon. Wir gehen jetzt aber zu Sascha. Haben wir nur am Anfang der Folge kurz gesehen. Bin ich da rübergewandert. Wegen dem Blitz. Da drüben bin ich an die höchste Stelle, dass ich ein bisschen nicht zu nah an den hohen Bäumen bin, aber zumindest nicht das höchste Objekt bin. Und auch weg vom Wasser bin. Ja. Genau, jetzt sitze ich da. Fünfter Tag. Wir haben richtig coole, angenehme Aufnahmen diese Folge, oder? Wir haben richtig interessante, coole Aufnahmen, coole Perspektiven. Die Musik ist richtig schön dazu ausgewählt worden. Ich finde, wir haben richtig coole Aufnahmen. Freut mich. Ich muss sagen, ein bisschen kalt wird's. Es regnet hier schon 2 Stunden oder so. Jetzt kommt der Winter heftig dann noch. Da wird schon ein bisschen kalt. Stehe ich da. Das glaube ich. Und mach nichts. Boah. Das ist schon heftiges mentales Training. Fokussiert zu bleiben. Beast Mode. Scheiß drauf. Ach so, genau, was wir da vergessen haben. Formcheck. Genau. Sascha, zeig uns den Formcheck. Okay. Also ich weiß nicht, ich erkenne keine Unterschiede. Das ist für mich Sascha Huber, wie ich ihn kenne und liebe. Ich bin da auch nicht. Bei Sascha aber auch ganz kurz, bei Sascha wirklich fliegen immer am allermeisten Viecher rum, oder? Bilde ich mir das ein? Aus. Bei Sascha immer alles voll. Ja, Sixpack und so kommt schon richtig heftig aus. Ja, man nimmt heftig ab. Aber jetzt schnell wieder anziehen, Scheiße. Aber das war's wert, Sascha, ne? Das war's wert. Wichtig. Okay, wir sind also nur für den Formcheck kurz zu Sascha gegangen. Prio setzen. Sabrina. Okay, das regnet jetzt Donner, also ich sag mal so Duschregen. Und mein Shelter wird komplett nass. Oh, Kacke. Weil sie hatte echt ein relativ dichtes Dach eigentlich. Nass. Also immer noch besser als im Regen sitzen, ne? Lieber da drunter, aber... geht halt besser. Ich war jetzt so in meine Schnürenbastelei vertieft. Ist ordentlich was zusammengekommen. Dass ich gar nicht gemerkt habe, dass es aufgehört hat zu regnen. Es hat jetzt wahrscheinlich mehrere Stunden geregnet. Ich habe erst gemerkt, als diese ganzen bekloppten Moskitos hier wieder zurückgekommen sind. Drecksviecher. Ach ja. So. Stimmt, Sabrina hat noch gar nicht die Challenge aufgemacht. Challenge? Stimmt. Nummer 5 für heute. Das. Alle waren so verwirrt. Wegen des Würfels am Anfang. Alle Schlüssel? Wussten gar nicht, was ist jetzt los. Das kann man nicht messen. Präzise Gewalt. Alea Iyak.
Tae, die Würfel sind gefallen. Ich habe doch vor ein paar Tagen so einen Stein gefunden, wo ich noch gesagt habe. An genau diesen Stein habe ich gedacht bei ihr. Aber, daraus könnte man gut eine Steinachse bauen. Hat sie weggeworfen wahrscheinlich, ne? Jetzt ist die Frage, wo ist er? Wo ist dieser Stein? Ich glaube, er war da hinten. Hm. Der war nicht schlecht. Wenn du eine SD-Karte wiedergefunden hast, findest du den Stein auch wieder. Das ist so. Ich weiß nicht, ob das der Stein war, den ich am Anfang... Das war nicht, aber same material auf jeden Fall. Hier, von hier gefunden habe. Aber der ist auf jeden Fall sehr spitzkantig. Der hat hier vorne sogar so eine kleine Spitze. Wenn ich das irgendwie an einen Stock befestigt bekomme, wäre das mal ein Versuch wert auf jeden Fall. Ja. Der ist sehr scharf. Boah. Könnte das funktionieren mit der Spitze? Boah, sie ist aber ein bisschen sehr klein, ne? Oder meinst du nicht? Ich glaube, ich würde das mal probieren. Sieht ein bisschen sehr klein aus, in my opinion zumindest. Aber krass, die Schnüre direkt zum Einsatz gekommen, die sie gebastelt hat. Ich weiß ja nicht. Ich habe mir jetzt nochmal überlegt, dass das, glaube ich, so nicht funktioniert. So rum sieht schon besser aus. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich diese Spitze nehme. Ja. Von der Vorstellung her würde das besser funktionieren. Ich glaube aber, der Stein könnte durchbrechen. Der sieht nicht so wahnsinnig stabil aus, to be honest. Jetzt muss ich das Ding hier nur irgendwie befestigen. Okay. So. Okay. Das sieht doch irgendwie schon besser aus, ja, oder? Ja, das hat was. Hier ist der Stein. Ich habe gerade schon mal geguckt, es macht am meisten Sinn, ihn so zu spalten, weil die Fasern hier so längs gehen. Ebene Fläche. Ich glaube, sie haut drauf jetzt. Ich bin gespannt. Okay, ja. Ja, könnte also funktionieren. Sobald sie raufhaut, muss sie ja mit dem weitermachen, eins, I guess. Zwei. Okay. Okay, und nochmal. Eins, zwei. Okay. Eins, zwei. Oder vielleicht... Drei. So. Eins, zwei. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, ist aber auch schwer durchzukriegen hier. Ja, es ist wirklich sehr stabiles Holz. Hier. Oh, die Frage ist, darf sie jetzt weitermachen? Weil sie hat ihn jetzt ja schon angeschnitten. Ich fange nochmal an zu basteln. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt vorsichtig sein mit Barfußlaufen. Eventuell, ja. War vielleicht nicht so schlau, das hier an meinem Platz zu machen. Die ist leider nicht so richtig scharfkantig. Oh, diese Steine sehen so geil aus, alle. Die habe ich früher gesammelt als Kind gefühlt. Kantig hier. Ich glaube, ich versuche das nochmal. Das, okay, das finde ich sehr smart, aber wie Sabrina die kaputt macht. Ich finde, das ist sehr smart, wie sie das macht. Ich weiß nicht, ich finde das richtig smart irgendwie. Nee. Das ist zwar kantig, aber nicht so, wie ich das haben möchte. Die sind alle nicht so geil irgendwie. Sag nicht, dass du Feuer machen willst, Joris. Alles außer Feuer. Gut, Challenge. Mein Schlagwerkzeug ist fertig. Ich habe mich für einen Schieferstein entschieden, den ein bisschen angeschliffen an der einen Kante. Und dazu, damit es regelkonform ist, eine gewisse Halterung. Die macht es tatsächlich komfortabler. Da sehe ich Fritz schon wieder im Livestream hocken und ein, zwei Augen werfen. Aber ja, okay. Also hat die sogar einen Sinn. Ist nicht nur Deko.
Okay. Ja. Ja. Bin jetzt mal gespannt, wie das alles funktioniert. Ich versuch's jetzt gleich. Wichtig ist, die Maserung vom Holz zu beachten. Wir wollen genau die Mitte treffen, wo die Maserung sich sauber trennen könnte. Okay. Das ist der Plan. Ich pack's mal. Aber man muss sagen, smart von Joris, das so zu machen. Smart. Und dann mache ich einfach, ihr werdet sehen, wie es läuft. Boah, okay, das sieht halt richtig gut aus, ne? Er kann halt so richtig präzise arbeiten, ne? Er kann so wirklich... Er macht's auch schief. Okay. Auch schief. Nächster Versuch. So wie Otto das machen möchte. Dickerer Stein als Unterlage, selbes Holz. Okay. Und wir versuchen es. Also er hat halt basically nur einen dicken Stein, den er raufkloppt, ne? Und das mit der Halterung ist jetzt so ein bisschen Cap auch. Die Halterung... Oh, da ist das erste schon abgesplittert. Oh, oh. Warte mal. Wenn es mehr als zwei Teile sind, ist der Versuch gescheitert. Ja. Mehr als zwei Teile ungültig, glaube ich. Das heißt, er muss es so abgeben. Er muss es so abgeben. Ne? Ist der Würfel einmal gespalten, beendet das die Challenge. Okay, chillig. Feierabend. Ja. Wait a minute. Das sind die Wachstumsringe. Hätte ich so rumschlagen müssen, dass es geklappt hätte. Kacke, das ist einfach aufgespalten, ja. Och nö, oder? Muss er abgeben, das ist so. So abgebrochen. Und ich hatte so geschlagen. Gut. Ich dachte echt, die brechen entlang der Wachstumsringe, ne? Ich dachte, das sind nur die Frässpuren. Ja, wieder was gelernt, ne? Aber immerhin hat er was abgegeben jetzt. Jo, gut. Immerhin etwas. Gewinnen tue ich damit nicht, aber es ist mir egal. Versuch war es wert, regelkonform ist es, zwei Teile sind es auch. Wenn jemand noch mehr reingeschissen hat, dann könnte es vielleicht sogar klappen. Ja, oder wenn einer gar nichts hinbekommt. Man kann nicht immer gewinnen. Zumindest hat er noch gesehen, dass er jetzt aufhören sollte. Deswegen. So, bei Otto bin ich sehr gespannt. So, da ist unser Holz. Weil er hat ja das Ding eingeweicht. Er hat richtig gute Klingen sich gebaut. Seine Axt sieht richtig geil aus. Zack. Es gibt eh nur zwei Arten davon, das durchzuschlagen. Oder nee, eigentlich nur eine. Bei Joris hat das Querschlagen nicht so gut geklappt. Boah, oh mein Gott, sorry. Sorry. Oh. Okay. Doch härter wie gedacht. Ja, yeah, das Holz ist echt richtig hart, ne? Okay, ja. Super. Aber das, ey, das zerfetzt immer die Klinge. Wie schwer ist denn euer Holz? Die Klinge da. Gut, wird's wohl doch grobe Gewalt hier. Ja, wir hauen einmal volles Fund drauf. Boah. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Der ist so massiv, dieser Würfel, ne? Krass. Oh, ich hab ein bisschen Angst, dass er sich seine Klinge irgendwie ins Gesicht haut, dass sie rausfliegt. Pass bloß auf, Otto. Komm, spring einfach auf und ready, Kollege. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja gut, dann ist die Challenge vorbei. Jo, Otto, das ist... Aber besser als bei Joris. Besser als bei Joris auf jeden Fall. Bin ich mittig getroffen? Oder sind das sogar, da fehlt noch ein drittes Teil, glaube ich, oder? Ich glaube, er hat es in drei Teile geschlagen. Ah. Das ärgert ihn jetzt richtig natürlich, ne? Kacke, ja, schade. So ist es halt. Schade, oder? Nee, es sind zwei Teile nur, okay. Was willst du machen? Aber besser als bei Joris auf jeden Fall. Oh Mann, ey, das ist echt eine Challenge, vom Ergebnis her, ich richtig verkackt habe. Besser als bei Joris, aber es weiß natürlich noch nicht. Das ärgert mich schon ein bisschen. Da will ich mich auch nicht rausreden. Ich habe echt 2 Zentimeter zu weit links getroffen, weil ich echt schon wollte, weil ich das Ding einfach durchhacken wollte. Dachte, ja, ich treffe in die Mitte, aber
Vielleicht lassen hier so langsam die Kräfte nach. Egal, Otto, man muss auch mal eine Challenge scheiße machen können. Das darf man ja ruhig mal so sagen. Das war nämlich ein Satz mit X. Ein ganz großer Satz. Aber bis jetzt ist Otto Erster, ne? Muss man sagen. Ich werde jetzt eine Grubentour machen und schauen, ob ich vielleicht das vermeintliche Krokodil oder die Krokodile zum letzten Mal zu Gesicht bekomme und wie es weiter oben aussieht. Jetzt komplett mit Klamotten dabei, Machete dabei. Also, was soll schon schief gehen. Ich muss nur gucken, dass mich die Flut nicht überrascht. Denn wenn oben richtig Flut ist, dann steht das ja bis hier links oben und rechts oben. Da komme ich dann nicht mehr. Ich will nochmal ein Krokodil sehen, richtig. Ich will ein richtiges Krokodil sehen, Otto. Auf jeden Fall sind die ganzen Haiköpfe weg, die hier lagen. Lol, die stimmt. Lagen ja ohne Ende Haiköpfe. Lol. Da ist, glaube ich, noch so ein Überrest davon. Also es waren natürlich entweder Reiher, andere Fische, Krabben oder halt Crocodiles, ne? Die sind alle weg. Spricht ja auch dafür, dass irgendetwas diese Haiköpfe gefressen hat. Ja. We will see. Fritz, wie geht's deinem Magen, Fritz? Also es ist an sich natürlich nicht sonderlich kalt, aber durch Nässe und Wind und so weiter besteht dann doch die Gefahr, dass man auskühlt, wenn man hier nur im klitschnassen Händchen rumliegt. Einfach mal was Schönes machen. Die ist einfach unter mir auch schon komplett alles zu einem Fluss geworden ist. Krass, es sammelt sich auch hier aus einer Regenjacke so, ein, ja, so eine Pfütze. Aber immer noch besser als gestern. Die Brandung. Hier klingt doof, aber hier fühle ich mich wohler. Hier habe ich so einen schönen offenen Platz. Ist alles grün. Da kann ich ein bisschen aufs Meer gucken, habe wie so eine kleine Terrasse. Kommt gleich der Luftzug rein. Fühle mich viel, viel wohler hier. War also eine gute Entscheidung. Ja, das 100%. Darüber brauchen wir nicht reden. Mach ein Schläfchen, Fritz. Mach ein kleines Nickerchen einmal hier. Bisschen Schlafi. Kleinen Schlafi reinhauen. Gut. Oh, das ist voll beruhigend gerade, Fritz so beim Schlafen zu sehen. Irgendwie, weiß nicht. Das war voll beruhigend gerade. Das ist insane, wie schnell das da so nass wird. Also ich bin eh klitschnass, also brauche ich auch nicht hier drunter bleiben. Ich war gerade ein paar Blätter sammeln. Sind doch recht groß wie meine Handfläche. Und fange jetzt an, die hier so ein bisschen ja drunter zu flechten. Smart. Macher. Ja. Fritz wirklich ein Bastler. Ich versuche mal, das Dach ein bisschen dichter zu kriegen. Ein Bastler-Macher. Weil, ich sag mal so, wir sind noch 3 Tage hier oder was das sind, 2,5. Das wird nicht der letzte Schauer gewesen sein. Ja. Wir sagen Dankeschön. 2. Staffel 7 vs. White. Ach Mann. Was wären wir ohne unsere Freunde? Aber Fritz wirkt mental noch sehr fit, muss ich sagen, ne? Also den Umständen entsprechend. Neue Blätter fürs Dach. Also er ist halt ein bisschen verrückt, aber das ist halt immer. Hat jemand eigentlich bereut, dass er kein Paar mitgenommen hat? Die Frage ist ja auch, wie viele Leute sind überhaupt noch draußen und gönnen sich das gerade? Das freut mich. Das freut mich, wenn andere mal so Einschätzungen geben zwischendurch. Ich glaube, der ist noch drin. Ich glaube, wie geht's dem und so. Das höre ich immer gerne irgendwie. Ich weiß nicht. Ich sammle mal noch ein bisschen. Wir haben viel zu decken auf dem Dach. Und viel Zeit. Ich muss meine neu gewonnene Freiheit da auch ein bisschen genießen. Und ausleben. Gestern getrappt, heute nicht mehr. Also erstmal ein bisschen umgucken in meiner neuen Hut. Links und rechts überall Regenwald. Und hier sieht's für mich aus wie ein alter Zufahrtsweg. Ja, ja. 100%. Krass. Wurde wahrscheinlich viele Jahre nicht genutzt. Sieht halt echt aus wie so ein Waldweg einfach bei uns in Deutschland. Aber von damals, um da unten ranzukommen. Also nehme ich den noch gleich. Ist auch so krass, wie hier einfach direkt so ein Rinnsal entsteht.
Eieiei. Es ist ein total krasses Gefühl, sich gerade mal einfach auf einem normalen Weg zu bewegen. Die letzten Tage war ich einfach nur entweder durch dichtes Unterholz unterwegs oder auf diesen Felsstein, wo ich aber auch nur so einen ganz kleinen Bewegungsradius hatte. Jetzt hier einfach so ein bisschen lang zu spazieren ist so geil irgendwie. Oh, es fühlt sich gut an. Ich habe die ganze Zeit Angst vor so einem Jumpscare irgendwie, aber es kommt keiner, hoffentlich. Ich glaube nur nicht, dass ich hier Kokosnüsse oder sowas finden werde, weil die sind ja meist eher am Meer. Krass, hier hat es irgendwas komplett entwurzelt. Das aussieht. So, ich habe schon längst wieder umgedreht und spaziere entspannt zurück. Ich wollte nur mal so ein bisschen gucken, aber da kam jetzt auch nichts. Und ja, ich muss sagen, dass dieser kleine Spaziergang hier und dieser neue Lagerplatz ein ganz krassen mentalen Push gibt. So gestern, wie gesagt, hing ich da richtig fest irgendwie bei Flut, konnte mich kaum bewegen, nichts machen, habe mich da auch nicht so wohl gefühlt, auch von Anfang an irgendwie nicht so richtig. Und ja, jetzt finde ich es irgendwie hier viel geiler. Ich kann mal so ein Stück durch den Dschungel hier Das glaube ich, dass das viel ausmacht. Bisschen was angucken, mir die Beine vertreten, hab irgendwie so ein, bin ich in so einer kleinen Zelle gefangen, wisst ihr? Dass man ein bisschen sich bewegen kann, auf jeden Fall. Ich glaube, der Spaziergang tut mir auch so gut, weil ich mal ganz neue Eindrücke kriege wieder. Ja. Ich habe immer nur Felsen, Steilwand und Müll gesehen. Fritz geht echt weit rein, ne? Richtig geile Natur. Mit verschiedensten Pflanzen, Gräsern, alles Mögliche. Der bewegt sich echt sehr weit. Abwechslungsreich. Und da bin ich schon wieder zurück an meinem wunderschönen Dschungelshelter. Mensch. Eine Sache, die, glaube ich, noch gar nicht so thematisiert worden ist, aber in Staffel 1 bei mir einen großen Content-Anteil hatte, ist das Thema Nahrung. Ich sag nur Falafel, dünner Teller mit Pommes und Schafskäse oben drauf und so weiter. Stimmt, ja. Ja, ich habe Hunger und ja, ich stelle mir auch ab und an geile Sachen vor, die ich gerade gern essen würde. Diesmal sind es allerdings Pommes, definitiv. Pommes und Burger. Was war denn das für ein Geräusch? War das im Video oder bei mir? Essen würde. Diesmal sind es allerdings Pommes, okay. Definitiv. Das war im Pommes Video. Pommes und Burger, auf jeden Fall. Ein schöner Halloumi-Burger mit Pommes. Aber ja, was soll ich sagen? Ich habe Hunger, aber irgendwie steigere ich mich da nicht so rein. Wisst ihr, wie ich meine? Ich akzeptiere es einfach, gut ist. In Schweden damals habe ich da schon viele Stunden mit verbracht und mein Kopf war so, Hunger, Hunger, Hunger. Aber diesmal ist einfach so. Einfach hinnehmen, ach, komm, und durchbeißen. Und, hier esse ich sogar noch weniger als in Staffel 1. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, natürlich in Richtung Fischfang, Krebsfang, Reusenbau, diesen ganzen Kram reinzugehen. Aber Grundelement dafür ist natürlich Feuer. Und Feuer wird nichts. Haben wir schon mitbekommen, wird nichts. Das finde ich auch immer so witzig. Man bereitet sich halt in der Theorie vor, überlegt sich dies, das, guckt sich Videos an, macht Listen, hat Überlegungen. Ihr wart im Stream mit dabei. Und dann sieht die Realität ganz anders aus. Und die Realität bei mir sieht tatsächlich so aus, dass ich es überhaupt gerade so immer wieder schaffe oder auch nicht schaffe, meine Grundbedürfnisse zu stillen. Ja, das ist halt dieses Daily Shelter, Regen, keine Ahnung, Wasser, dann, ey, es ist kalt, ich bin nass, all diese Sachen. Wasser, Trockenheit, ja. Viehzeug. Das ist das, was mich den ganzen Tag beschäftigt. Safe. Wir waren lange nicht mehr bei Knossi, so, nach, jetzt erstmal einiges nach seinem geholt. Mal schauen, was sich da am besten übergeben. Eignet. Was Schweres, Klobiges, dafür ja auch mit scharfer Kante. Ist schon sehr, sehr nice. Ja, Glas, glaube ich, kann vergessen. Was, ja, willst du da machen? Das wird nichts, das geht kannst kaputt. Du reinhauen, aber da musst du 1000 Mal eher nicht, dann wird es zerklieren. Der ist, okay, Glas, der ist, ja, da ist nichts. Ich dachte, der wäre cool so als Beil. Sozusagen so. Aber der ist viel zu dick. Und zu stumpf, ja. Aus. Der sieht nicht schlecht aus. Ja. Schneidet auch aus. Okay, dann sieht er doch schlecht aus. Dann habe ich den Stein dran lassen.
Und das ist eigentlich so der Clou an der Sache. Wenn du einen Stein fallen lässt, dann hat er anfangs noch komplett scharfe Kanten. Und ja, das habe ich auch mit denen gemacht. Also selbe Taktik wie Sabrina quasi. Der beste Weg nehme ich jetzt mal an. Ja, die sehen gut aus. Mit einer scharfen Kante arbeiten zu können. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal. Ich frage mich immer noch, was das hier ist. Das sieht so nach einem Termitennest aus oder so, ne? Oder so ein Bienennest. Stock. So ein verlassenes. Ich habe mal wieder keine Ahnung, ob das überhaupt ansatzweise funktionieren kann, so wie bei allen Dingen. Hier in Survival, im Survival Game alles noch nie gemacht. Oder das meiste und deswegen, ja. Jetzt würde ich sagen, suchen wir uns noch eine Schnur. Dann binden wir das mal fest und dann schauen wir, ob das irgendwie möglich ist. Ob das hält? Oh, ich glaub's nicht. Oh, Sascha. Ja, nee. Ja. Also ich glaube, das wird eher nichts. Das sieht witzig aus. Darum ist nicht mal umzudrehen. Ja. Ja, und sofern ich mich erinnern kann, ist glaube ich wichtig, dass man mit den Fasern schneidet. Also in dem Fall so rein. Dann geht es leichter. Genau. Ja, dann probieren wir es mal. Ich bin gespannt, aber es sieht nicht danach aus, dass es klappt bei ihm. Ich will nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Nee, ich mir auch noch nicht. Aber gut. Ich glaube, ich muss den da vorne halten. Oh, pass bloß auf die Finger auf. Ja, das wird nichts. Also nee. Naja. Nee. So geht's leider nicht. Das ist Quatsch. Aber naja. Ich habe zumindest so eigentlich eine gute Vorrichtung. Mehr Gewicht, muss man sagen. Mit dem Stecken immerhin. Besser als gar keine Funktion. Aber den da. Junge, dieses Holz ist aber auch das massivste Holz der Welt gefühlt. Anfang ist passiert. So, ich habe eine Zeit lang auf Steinsuche und habe ein paar Steine durch die Gegend geworfen. Ja, und der hat jetzt echt einen interessanten Schnitt, nämlich da vorne. Sehr brachial, sehr scharf da. Aber auch wieder zu dick. Scharf. Zu dick, oder? Wenn man das so schräg rein, so rein, wumm. Ja, ob es aber spaltet, wahrscheinlich nicht. Aber natürlich auch hier die Schnur, um das Ganze besser zu halten zu können und damit die Schärfe weggeht, also vom Stein und natürlich damit die zwei Gegenstände erfüllt sind. Wie sie alle so versuchen zu relativieren, warum der zweite Gegenstand da einen Nutzen hat. Ich denke einfach mit purer Gewalt, ja, komme ich hoffentlich weiter oder auch nicht. Wir werden sehen. Oh, okay. Der erste sah gar nicht schlecht aus. Zweites Gerät auch fehlgeschlagen. Lassen wir den dritten probieren. Okay, wir gehen wieder zu Knossi. Ich hoffe einfach, dass es ihm besser geht. Bitte. Ja, bricht ein bisschen ab. So eine Muschel, die er hat, ne? Okay, aber Knossi, der erste und einzige, der an einem anderen Holz bis jetzt testet ein bisschen. Ist ja am Testen jetzt. Ja, aber es verändert was. Ja. Wir bauen die Waffe. Hier einen Stock rein. Waffenversuch Nummer 1. Okay. Stock rein, zubinden und trümmern. Dann ist das Ding aus 2-3 Materialien. Ich glaube, die Muschel wird kaputt gehen. Muss ja nicht halt aussehen wie eine Axt. Es steht ja zum Beispiel Axt. Das wird kaputt gehen. Kann ja auch wie ein gehen. Speer sein. Oder? Halt euch auf dem Laufenden. Das hebt schon so. Ich habe es so reingedrückt. Die Muschel ist leicht flexibel. Ich glaube, die Muschel wird kaputt gehen, ne? Ist halt die Frage, ob ich das Holz damit trennen kann. So rumhauen wahrscheinlich, ja. Entschuldigung. So rumhauen. Lass mal probieren.
Das würde mich sehr wundern. Müllschnur fixieren, aber... Ja. Und dann klopfen wir uns einen ab. Weil Knossi weiß halt noch nicht, wie hart das Holz wirklich ist, ne? 3 Stunden lang. Bis das Ding geteilt ist. Wie hart das wirklich ist. Das weiß er noch nicht. Das weiß er noch nicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Vielleicht ist auch kompletter Schrott. Okay, sieht besser aus schon mal. Oh, das scheint fest zu sein. Okay, sieht schon mal besser aus, aber die Muschel ist zu instabil, sag ich. Das Ding ist fest. Aber sieht besser aus als gedacht. Boah, ist glaube ich gut. Boah, Alter, ich habe wirklich eine Waffe gebaut, eine Axt. Naja, ey, ich sag euch ehrlich. Okay. Mich macht das sehr stolz. Davon bin ich überrascht, das sieht wirklich stabil aus. Ja, und dann klopfe ich einfach auf diesen Holzpflock ein, bis ich umfalle. Eine tolle Challenge. Wow. Ist gut. So sind doch die Waffen von damals. Okay, er hat jetzt also die Muschel getauscht. Krass. Jetzt schon krass. Mach Screenshot. Ich mach Screenshot. Ich hab Screenshot gemacht. Duck. Ich hab gemacht. Alter, das ist ein Beil. Okay. Das ist wirklich, wenn man sich den Mann gerade anguckt, ein gemachter Mann, oder? Ein gemachter Mann. Wunderbar. Und genauso den Schnitt gesetzt, dass da zu ist. Bambus ist ja immer zu, haben wir gestern in der Challenge gelernt, ne? What the fuck, Alter? Ey, das gibt's nicht, dass ich echt eine Axt gebaut hab. Ah! Ah! Ich hab echt eine Axt gebaut, Alter. Also Knossis Axt sieht nicht schlecht aus. Jetzt auch mit dem Stein vorne dran. Im Museum sein, ne? Mit dem Stein vorne dran schon besser. Auf jeden Fall. Das wird eine anstrengende Challenge, denke ich mal. Weil das wird, ist nicht möglich. Mit einem Hieb. Bullshit, was sie da reinschreien. Die wollen uns am Arsch sehen. An Tag 5. Komplett verausgabt. Naja. Ja. Ich möchte euch sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Oh nein. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, mit diesen Zahnschmerzen. Oh nein, ja. Die werden jeden Tag schlimmer. Jeden Tag schlimmer. Kacke. Ich habe hier Brücken. Überall. Oben links, oben rechts habe ich Brücken. Und unter dieser Brücke, die habe ich letztes Jahr gekriegt. Ich werde das dem Zahnarzt niemals verzeihen können. Dass ich ab Tag 4 bei Seven in the Wilds Schmerzen unter seiner Brücke habe. Ich werde das nicht verzeihen. Und ich überlege jetzt schon die WhatsApp-Nachricht, wenn ich mein Handy in der Hand habe wieder. Jetzt schon. Es ist schlimm, aber das kann ich nie verzeihen. Das ist zum Kotzen. Was machst du denn? Überleg dir schon mal, wie du das gut machen willst. Wirklich. Der Zahnarzt watching this like, sorry. Überleg dir das wirklich, wie du das gut machen willst. Kacke, das könnte Connors hier raushauen, ne? Die Zahnschmerzen, das Übergeben, der Fuß, es kommt eins zum anderen. Ich muss ja noch 3 Nächte es mit Zahnschmerzen. Es kommt eins zum anderen. Ich war letztens da. Der hat Tränen in den Augen. Unter der Brücke guckt keiner. Ich vermisse meine Frau, mein Bubi. Och nein, Knossi ist wirklich gebrochen, diese Folge. Oh, fuck. Nicht mehr lange. Oh, weißt du, was ich auch vermisse? Wirklich seinen Sohn. Was ich richtig vermisse. Seinen Sohn vermissen ist schon hart. Oh, ich vermisse so sehr. Ich sag Bett sag ich. Bett. Stahlbeton. Was? Sorry, was? Knossi? Was, sorry? Was vermisst denn du? Sorry? Teer. Geteerte Straße mit Bordstein. Zivilisation vermisst er dann, I guess. Und Glasfassaden. Ja. Okay. Ja. Okay, ist okay? Weil das gibt's hier alles nicht. Das gibt's da nicht. Einfach mal. Normal laufen, gerade. Ja, okay. Betonwände gucken. Das wäre schön.
Ich bin müde. Aber ich muss die Challenge noch machen. Sorry, wenn ihr euch manchmal so voll schwafe mit. Nein, ich liebe das. Das ist was, an was ich denke. Das ist der beste Content. Ich denke halt einfach an Beton gerade. Das ist auch völlig fein. Kann ich auch nichts dafür. Nee, alles und gut. An Thea, an diese Walzmaschine. Ja. Die Straße walzt. Ich finde es so interessant, dass Knossi so über Straßenbau nachdenkt gerade. Challenge Tag 5. Es ist super interessant. Schlage einen kleinen Holz. Man merkt aber, wie seine Klamotten ihm zu groß werden. Das finde ich, merkt man bei Knossi ganz krass. Wie seine Hose und sein Hemd ihm zu groß werden einfach. Block in zwei Teile mit einer selbstgebauten Waffe. Die mindestens zwei Materialien beinhaltet, aber nichts aus unserem Equipment. Richtig. Startet jetzt. Richtig. Ich habe zwei selbstgebaute Waffen gemacht. Die zweite finde ich besser. Also die, die er jetzt hat. Die hier. Die Neandertaler Axt. Die finde ich gut. Und einmal die Muschelaxt. Beides Totschläger. Dieses Entertainment bei Knossi. Ebene Fläche gibt's hier nichts Besseres. Man kann es nicht besser machen. Ich zieh meine Handschuhe lieber an. Ja, safety first. Hab Angst. Gut. Ja, er muss einmal richtig rausschauen. Danach bin ich tot. Ja. Kleine Delle hat er reinbekommen. Das sieht schon besser aus. Dauert aber ewig, ne? Wer macht solche Aufgaben? Das dauert ewig. Warum? Wo ist der Sinn dahinter? Einfach die Leute quälen. Ja, actually. Warum? Ach, Knossi. Johannes Max, schäm dich. Schäm dich wirklich. Alle bekommen ihr Fett weg. Fritz erst, dann der Zahnarzt, dann Johannes, dann Max. Alle kriegen ihr Fett weg. Schäm dich einfach. Im Namen aller Kandidaten. Du sollst dich schämen. Es ist so schön gerade, das zu sehen hier bei Knossi. Er tut mir auch leid, aber es ist schön. Es ist wirklich? Entertainment. Du hast ja deinen Bierbauch. Du sitzt ja da irgendwo jetzt mit deinem Ratzen und haust dir ein Bier nach dem anderen rein. Schäm dich einfach. Es ist so schön. Johannes, warte ab, wenn ich dich auf dem Boot sehe am Dienstag. Oh, es ist so schön. Du hast mir schon vor Abflug gesagt, man wird dich hassen. Aber es ist so, dass du löscht meine Nummer in meinem Beisein. Das ist Entertainment von Knossi, Junge. Oh. Nee, schade. Das wird nichts. Nee, es ist schwer. Meine Waffen sind einfach nicht scharf genug. Schade, ich hab's nicht geschafft. Och nein. Das tut mir echt leid. Schade. Weil am Anfang stand für mich nicht zur Debatte, Challenges zu machen, aber als ich gemerkt habe, wow, es läuft. Mhm. Als die Wasser-Challenge war und was hatten wir noch? Foto-Challenge war sehr Fotos gut. Fotos und sowas. Dachte ich auf einmal, es könnte doch ganz gut laufen. Das ist echt eine Rückschlagfolge für Knossi ein bisschen, ne? Naja. Sehr herausfordernde Folge für ihn. Ist nicht so schlimm. Tut mir echt leid, Leute, wenn ich ab und zu solche Ausraster habe, aber ich will jetzt auch heim. Oh. Ich will jetzt einfach heim. Ich möchte einfach gehen. Auch Knossi. Es ist ja schön hier und alles, aber ich bin halt nur dreckig. Man stinkt wie ein Schwein. Ich hätte es nicht gedacht. Auch ich habe Angst, dass er jetzt drückt oder so. Es ist echt hart. Es ist alles versifft. Man schläft, dann regnet es. Man schläft überhaupt fast gar nicht. Ich will meine Freundin sehen. Ich möchte einfach gerne nach Hause jetzt. Es war gut, ehrlich. Ich sag's euch ehrlich. Es war echt schön gut, aber dieser Rhythmus geht mir auch auf die Eier. Ab Mittag kann ich hier unten nicht mehr sein, weil die Flut kommt und die Sonne. Ach, es regt mich einfach auf. Boah, ich hab Knossi noch nie so gesehen, ne?
Die Zahnschmerzen sind so übel. Und jetzt überleg mal. 4 Striche habe ich 4 Nächte, noch 3 Nächte. Und dann komme ich immer noch zu keinem Zahnarzt. Die haben ja keinen Zahnarzt dabei. Ist doch klar, dass einen das dann mitnimmt. Ich war noch nie in so einer Situation. Ich fand noch nie so. Das ist gerade echt krass. Ich bin stark. Ich halte es durch. Es ist egal. Sonst wird man das sein Leben lang bereuen. Gehst du hier nach Hause? Und glaub mir, ich weiß nicht, nur weil ich hier mal so einen Ausbruch habe vom Drücken. Ich bin nicht vom Drücken. Überhaupt in keinem Moment bin ich. Ich kann den Respekt, den ich vor Knossi habe, gefühlt nicht in Worte fassen. Es ist so insane. Er hat wirklich von allen Leuten am allermeisten Probleme. Er hat seinen Fuß als Problem, ja. Er hat die Zahnschmerzen, die wirklich geisteskrank wehtun. Er hat am wenigsten Erfahrung. Er ist auch, so wie alle anderen natürlich auch, konstant nass, es ist kalt, er kann nicht schlafen. Aber er hat auch noch den Nikotinentzug dazu, den die anderen nicht haben. Also er hat wirklich am allermeisten Probleme von allen und er kämpft sich durch, er beißt sich wirklich durch, ne? Es ist ganz krass. Oder vom Drücken, überhaupt nicht. Es ist ganz krass. Aber es ist so, dass ich, auch wenn die Kamera nicht läuft, ich hier rumlaufe und so Sachen rede. Ich rede ja trotzdem, ich rede ja mit irgendwem hier. Ich rede mit dem Fußball, ich rede mit irgendwem, mit der Puppe. Ja. Ich rede zu mir selbst den ganzen Tag. Und das hält ihn fit noch im Kopf. Jetzt erlebt es halt mal mit. Ich find's super gut. Das ist schon ein Wunder, dass ich so weit gekommen bin. Krass, ich bin so stolz, ehrlich. Nein, eigentlich für mich ist kein Wunder. Ich sag's euch, wie es ist. Für mich ist das kein Wunder. Das ist einfach Knossi, Mann. Ich kann hier halb tot liegen, egal was für Schmerzen ich hab. Ich gehe nicht heim. Das hat mich so beflügelt auch, wie die Leute geschrieben haben, wie sie alles besser wissen. 2 Tage. Das glaube ich, so das beflügelt. Ist Ansporn für ihn. Das gibt mir so eine unglaubliche Power. Ich liebe das auch. Es muss nicht 100%, man muss nicht 100% geliebt werden, das ist ganz wichtig. Besser ist so eine 50-50-Sache. Mich beflügelt das extrem. Ich weiß, dass 50% sagen, Knossi, oh nö, den kann ich nicht leiden. Und 50%, die mögen mich sehr. Und das finde ich gut, das muss so sein. Digga, Knossi wirklich. Und ich danke den 50%, die mich hassen. So ein Sieger der Herzen gerade schon wieder. Dafür, dass ich hier über mich hinauswachse. Krass. Diese Real Talks von Knossi sind die besten. In der ganzen Staffel, wirklich. Das ist hier nicht Badeurlaub, dass du mal schnell ins Wasser springst. Die sind so strong. Diese Welle, die reißt dich mit gegen die Felsen. Guckt euch das doch mal an. Das ist hier kein, ich gehe mal schnell ins Wasser. So, ich danke euch. Jetzt hatte ich hier einen Ausraster. Das war so schön, wieder ihm zuzuhören, ehrlich. 3 Nächte noch. Ja, aber für diese Momente, wenn du gerade gescheitert bist oder du keine Aussicht mehr siehst, doch, das ist ja jetzt alles, mache ich das einfach. Ich habe so Respekt vor Knossi einfach, das ist krass. Ich rauche wirklich nur eine halbe. Ich versuch das mal. Vielleicht später noch eine halbe, vielleicht reicht sie aber auch und ich kann die halbe bis morgen. Scheiß drauf, Digga. Einfach kurz Monte noch geworden. Einfach kurz den Monte rausgeholt. Wir gehen heim. Ich drück jetzt den Knopf, wir gehen heim. Das war natürlich ein Witz. Das weiß jeder, dass das nicht ernst gemeint war. Dass das nicht ernst gemeint war von Knossi, das weiß jeder. Holy shit, ich sag's wie es ist, ich habe erneut, jede Folge ist es gefühlt so, dass ich das sage, den größten Respekt vor Knossi und seiner Leistung. Vor allen Dingen, wir haben wirklich gesehen, es geht ihm am schlechtesten, würde ich sagen, aus allen Umständen drumherum und er kämpft sich durch. Gerade Zahnschmerzen, das ist dauerhafter, pochender Schmerz irgendwie. Dann noch hast du auch noch dieses schlechte Gewissen, fuck, was ist, wenn es was Schlimmeres wird, etc. Es ist wirklich krass, wie er sich durchbeißen kann. Das hätte, ich dachte schon, er schafft mehr als man denkt, aber dass es so krass wird, hätte ich nicht gedacht. Natürlich auch ganz, ganz großen Respekt an alle anderen, wie sie sich durchbeißen, wie sie sich durchkämpfen, wie sie am Start sind. Das ist so eine geile Staffel. Wir haben Tag 5 und es ist erst eine einzige Person. Nova ist erst raus. Wir haben Tag 5. Es ist insane, wenn man drüber nachdenkt, ja. Die Leute machen die Challenges noch gut. Es gibt keinen, der irgendwie jetzt, wo ich sagen würde, okay, der ist nächste Folge auf jeden Fall raus. Am Ende, wo Knossi gesagt hat, scheiß drauf, wir drücken. Das war natürlich ein Witz, das weiß jeder. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die nächste Folge und freue mich drauf. Es war eine unfassbar geile Folge.
Ey, es tat mir so leid für Knossi teilweise, aber dann am Ende zu sehen, wie er quasi sich durchkämpft und sich selbst gepusht hat, das war richtig schön. Und ich freue mich einfach auf die nächste Folge, Freunde. Ja, es freut mich natürlich unfassbar doll, dass ihr so aktiv auch im Start seid. Danke, dieses Projekt macht so Bock, mit euch zusammen zu gucken. Und keine Ahnung, es ist viel geiler, als wenn ich das einfach alleine schauen würde. Deswegen vielen Dank, dass ihr am Start seid. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Nacht, beziehungsweise heute Abend / Nacht noch bei Folge 12. Ich freue mich sehr. Bis dahin, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt einfach alle so fresh und gut aussehend wie immer. Wir sehen uns und ciao.